Rode. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt noch 13 Minuten erste Lesung zu diesem Haushalt plus das, was ich auf meine 6 Minuten eventuell noch draufpacken muss. Und dann haben wir bis zu der Bereinigungssitzung am 14.11. Versuch was wert. Und dann haben wir bis zur Bereinigungssitzung am 14.11. einiges an Arbeit vor uns. Das ist uns klar. Wir wissen, da kommen noch Herausforderungen, insbesondere durch das Klimakabinett, auf uns zu. Aber unser Ziel wird sein, Frau Staatssekretärin, dass Ihr Minister in der Schlussrunde der zweiten Lesung sich aus dem Jahr 2018 selbst zitieren kann, wo er sagte, das Parlament hat es geschafft, aus einem guten Haushalt einen noch besseren zu machen. Das ist auch Ziel für die Haushaltsverhandlungen für uns in den kommenden Monaten. Wir wissen um die Herausforderung. Ich habe gerade gesagt, das Klimakabinett tagt noch. Wir warten noch auf die Ergebnisse. Und es ist uns bewusst, dass wir danach den Haushalt werden auch noch mal anfassen müssen. Aber wir machen das nach den Grundsätzen von Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, wenn die konkreten Projekte auf dem Tisch liegen. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, denn uns ist vollkommen klar, wir machen es nicht nur, weil wir es können, wie der Finanzminister richtigerweise gesagt hat, sondern wir machen es auch, weil es unsere Verantwortung für künftige Generationen ist, einen intakten Planeten zu übergeben. Und das kann man negieren, das kann man ausblenden, das kann man verleugnen, aber die Aufgabe ist da und die Verantwortung ist klar. Und diejenigen, Herr Böhringer, die negieren, die ausblenden und die verleugnen, die sind eben nicht bereit, sich der Verantwortung für die Menschen in diesem Land und auf diesem Kontinent zu stellen. Und die sollten selbst mal sich hinterfragen, was sie hier eigentlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was aber in den politischen Debatten der letzten Jahre, ich bin 6 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, auffällt, es gibt immer ein mediales Megathema. Ein Thema, das in der Wahrnehmung über allen schwebt. Das vermittelt das Gefühl, wir würden uns hier auch nur mit diesem einen Thema beschäftigen. Das war in den letzten 6 Jahren mal die Griechenlandhilfe, TTIP, die Migration, jetzt der Klimaschutz. Und ich finde, das wird der Komplexität der Debatten, die wir hier führen, nicht gerecht. Denn wir beschäftigen uns natürlich mit vielen Themen, die das Leben der Menschen konkret betreffen und derer wir uns annehmen müssen. Und es sind oft auch Themen der Gerechtigkeit. Ich will zum Beispiel die Wohnungsnot ansprechen. Wohnungsnot, Wohnungsmangel führt in den Städten zu teilweise dramatischen Mietsteigerungen. Und wir wissen, wir müssen dagegen setzen, bauen, bauen und bauen, aber auch die Stärkung des ländlichen Raumes. Und genau deswegen geben wir auch 1 Milliarde in den sozialen Wohnungsbau, um die Länder bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Aber wir erwarten eben auch, dass die Länder ihren Teil dazu beitragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich müssen wir in dieser Debatte auch sagen, wir müssen den ländlichen Raum stärken, eben auch um Städte zu entlasten. Und ich will das deutlich machen. Natürlich braucht man in diesem Land an jeder Milchkanne schnelles Internet. Nicht für die Milchkanne, aber für das Haus, was dahinter steht, wo Menschen wohnen und ihr Leben gestalten können und danach eben nicht in die Städte ziehen müssen. Ich finde, das ist auch unsere Aufgabe als deutsches Parlament. Wir stärken mit diesem Haushalt Familien. Wir investieren in Kindergärten, wir investieren in Kinderkrippen. Wir haben in dieser Koalition das Kindergeld verbessert, das Gute-Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz. Sie sind ein substanzieller Beitrag, damit Familien ihr Leben individuell und frei planen können. Das ist ein Stück gelebte Gerechtigkeit, und auch dafür steht diese Koalition. Ich will etwas ansprechen, was nicht im medialen Fokus steht, aber was viele Menschen in diesem Land betrifft, das von Hubertus Heil gerade eingebrachte Angehörigenentlastungsgesetz. Denn wir erleben doch, dass in diesem Land Menschen für pflegebedürftige Elternteile zahlen müssen, zu denen sie im Zweifel nie eine elterliche Beziehung hatten. Und sie müssen zahlen, obwohl sie am Ende des Monats jeden Euro selbst für sich und ihre Familie eigentlich bräuchten. Und der Gesetzesvorschlag aus dieser Regierung wird dafür sorgen, dass ein Gros derjenigen von diesen Kosten freigestellt wird. Und auch das ist eine konkrete Politik für viele Menschen in diesem Land, konkrete Politik für mehr Gerechtigkeit in diesem Land. Und ja, wir wollen eine Grundrente für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich in diese Gesellschaft eingebracht haben. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass gerade diese Menschen es sind, die am Ende mit kleinen Minirenten abgespeist werden. Und ja, wir als Sozialdemokraten wollen das Ganze ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ich will deutlich sagen,
Ich bin es langsam leid, immer über die Gattin des Mannes zu diskutieren. Ich finde, im Jahr 2019 sollten wir endlich mal aufhören, Frauen immer wieder über ihre Männer zu definieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind nicht im Jahr 1950. Und wenn, und es betrifft maßgeblich Frauen, wenn eine Frau ihr Leben lang gearbeitet hat, dann hat sie sich selbst einen Anspruch erarbeitet. Und ich finde, sie muss es sich wahrlich nicht gefallen lassen, von uns dann wieder auf ihren Mann reduziert zu werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns vorgenommen, in diesem Land kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, indem wir den Solidarzuschlag abschaffen. Wir werden ab 2021 90% der Menschen in diesem Land davon entlastet haben. Und Frau Hessel, ich fand verräterisch, was Sie gerade gesagt haben, indem Sie, als Sie meinten, die Leistungsträger in dieser Gesellschaft hätten wir außen vor gelassen. Ich finde, die Leistungsträger in dieser Gesellschaft, die Erzieherinnen und Erzieher, die Pflegerinnen und Pfleger, die Handwerker, die entlasten wir mit diesem Gesetz. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig und gut, so wie wir es tun. Und ich finde, es wäre auch ein verheerendes Zeichen, jetzt die Topmanager in diesem Land mit Steuerentlastung von 100.000 Euro und mehr zu belohnen. Und ich will am Ende auch sagen, ich finde, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben uns in die Verfassung geschrieben, wir sind ein sozialer Bundesstaat. Und daraus leitet sich eine Aufgabe ab, nämlich relative Armut zu bekämpfen. Und relative Armut bekämpft man, indem man die Reichen in diesem Land stärker besteuert als die Ärmeren. Das, was wir machen, ist nicht nur politisch klug, es ist sogar verfassungsrechtlich geboten. Vielen Dank, liebe Kollegen. Vielen Dank, Dennis Rohde. Und die letzte Rednerin.